Hi, ich bin Julia und heute sind wir so nah dran. Hey und willkommen zu so nah dran. Heute sind wir bei ganz besonderen Vögeln, die auch noch wahrhafte Flugkünstler sind. Viel Spaß! Ich darf euch heute unsere Alpenkrähen Carla und Karl vorstellen und die Alpenkrähen gehören zur Familie der Rabenvögel. Und die unterscheiden sich tatsächlich, weil sie einen großen, roten, gebogenen Schnabel haben. Unsere Alpenkrähen findet man in den Gebirgen und Hochländern in Asien, Europa und Nordafrika. Und dort sind sie auf Felsnischen angewiesen, die sie zur Brut nutzen. Ein total spannender Fakt zu den Alpenkrähen ist, dass sie lebenslange monogame Brutpaare bilden. Das bedeutet, dass ein Weibchen und ein Männchen ein Leben lang zusammenbleiben. Wie es im Teaser schon angekündigt hatte, sind unsere Alpenkrähen wirklich wahrhafte Flugkünstler. Denn sie erreichen Geschwindigkeiten im Sturzflug von bis zu 100 km/h. Und dabei haben sie ein ganz besonderes Manöver, denn sie fliegen ganz steil nach unten bis kurz vor dem Boden, bremsen dann ab und fliegen dann nochmal weiter. Auch sind die Tiere in der Lage dazu, fast ganz steil nach oben zu fliegen. Und auch die Windstärke 9 macht den Alpenkrähen tatsächlich wenig aus. Oh nein. Wir sind gleich fertig. Die Alpenkrähe ist ein Allesfresser und sie hat einen sogenannten Weichfressermagen. Das bedeutet, dass ihr Magen auf Nahrung, die besonders flüssigkeitsreich und auch weich ist, ausgelegt ist. Dazu zählen Wirbellose, Würmer, Insekten, aber auch Beeren und Früchte. Wie ich schon gesagt hatte, leben unsere Alpenkrähen in Brutpaaren zusammen, so wie Karl und Carla hier eben auch. Und in der Natur ist das auch so. Allerdings schließen sich manchmal die Alpenkrähen auch zu großen Schwärmen zusammen. Das geschieht, wenn sie zum Beispiel von Fressfeinden wie dem Uhu oder dem Wanderfalken bedroht werden. Dann schließt sich ein Schwarm von Alpenkrähen zusammen und sie beginnen das sogenannte Hassen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber Hassen ist tatsächlich ein Ausdruck in der Ornithologie, also aus der Vogelkunde, und bedeutet, dass also der Schwarm von diesen Alpenkrähen versucht, die Fressfeinde gemeinsam zu verscheuchen. Und das tun sie, indem sie Scheinangriffe vortäuschen und Warnsignale ausrufen. Und während Karl sich hier gerade um meinen linken Schuh kümmert, hoffe ich, dass ihr heute was lernen konntet über die Alpenkrähen. Das sind, glaube ich, etwas unscheinbare Bewohner in unserem Zoo, aber doch trotzdem total spannend. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!